Bewegung, Männer! Denkt an die Abstände! Unten bleiben! Diese Gräben bieten gute Deckung! Da! Da ist doch auch ein Torbunker, oder? Nutzt die Gräben, um ihre Gehstellung zu markieren! Wir haben schon bald wieder die volle Stärke. Jawohl, Sir! Bewegung! Sofort! Hier wird der Kopf steht unter Beschuss! Im Laufschritt! Schützengruppe! Yeah! Los geht's! Ihr Schützengruppe! Im Laufschritt, ihr Memmen! Was ist los? Schützengruppe, fertig! Unser Gruppe ist gesichert! Okay, das waren alle Bunker. Gute Arbeit. Kümmert euch um die 88. Los! Verstanden. Pioniere, Zuhörer, unser Ziel sind die 88. Pioniere, packt Sprengladungen an die 88. Schützengruppe, gebt den Pionieren Feuerschutz. Ruft Verstärkung! Okay, die Geschützmannschaft ist ausgeschaltet. Okay, das müsste reichen. Wir haben noch eine 88, um die wir uns kümmern müssen. Wir halten sie! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Granaten! Los, werft schon! Wir nach! Ausgezeichnete Arbeit. Sergeant Conti, melden Sie dem Hauptquartier, dass unser Abschnitt gesichert ist und die Panzer landen können. Mann starben an jenem Morgen auf diesem kleinen Strandabschnitt. Weitere 1500 wurden verletzt, 300 gelten als vermisst. Vermutlich sind sie alle ertrunken. Pearson, Williams, Krasinski. Es waren gute Männer. Bis zum Sonnenuntergang gingen über 156.000 Männer an Land. Die Invasion hatte begonnen.
Oder, wie mein Vorgesetzter zu sagen pflegte, die Hölle hatte ihre Tore geöffnet. In der Nacht zuvor waren in der größten Luftlandeoperation aller Zeiten 3 Divisionen Fallschirmjäger hinter feindlichen Linien abgesetzt worden. Ihr Missionsziel bestand darin, wichtige Straßen einzunehmen und einen Gegenangriff zu verhindern, der die ganze Invasion gefährdet hätte. Der Erfolg des D-Day lag ganz allein in den Händen dieser Männer. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Wird diesen Fraß nicht essen? Bin ich deine Mutter, Arschloch? Dann koch doch dein eigenes Fressen. Donner! Blitz! Sind das alle, Sergeant? Fürs erste Jahr. Wir sind in alle Himmelsrichtungen. Wir müssen dieses Flugabwehrgeschütz zum Schweigen bringen. Gehen wir! Das Geschütz wird gut bewacht. Williams, flankieren Sie es. Wir versuchen es über die Mitte. Benutzen Sie, wenn möglich, Granaten. Gehen wir!